Hallo, da sind wir wieder. Und zwar wollen wir euch jetzt mal unsere Wanderschuhe vorstellen. Angefangen hat es mit Emmas Schuhen. Und zwar hat Emma von meiner großen Schwester, die wohnt bei Bonn, Schuhgutscheine zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das war am Anfang von Corona, da waren wir bei meiner Schwester zu Besuch, so, jetzt kaufen wir mal der Emma Schuhe. Und dann habe ich aber so überlegt und dachte so, ja, nee, Sandalen hat sie noch vom letzten Jahr. Da ist Emma immer ganz dankbar, die trägt manchmal auch Schuhe 2 Jahre lang. Dann wächst die und dann trägt die wieder Schuhe 2 Jahre lang. Und dann sind wir ins Schuhgeschäft gegangen und dann habe ich mir überlegt, okay, wir kaufen Wanderschuhe. Das ist das Sinnvollste. Emma hat keine Wanderschuhe und die soll vernünftige Schuhe haben, wenn wir auch mal längere Strecken laufen. Ja, und dann sind wir ins Schuhgeschäft rein und da habe ich gesagt, haben Sie Wanderschuhe? Hat die Frau gemeint, wir messen erstmal die Füße aus. Dann wurden Emmas Füße ausgemessen. Und dann hatte sie 2 Modelle. Und dann haben wir uns die Schuhe angeguckt. Und das eine waren Bindeschuhe und eben hier welche hier oben mit Klettverschluss. Und ja, da war Emma 4, fast 5. Und dann haben wir uns für diese Meindl entschieden. Das sind von Meindl die Luca Junior mit GTX in der Farbe Jeans Orange. Emma mag rosa, Emma mag lila. Ich finde es an ihr auch ganz süß, aber ich finde es auch schön, wenn sich ein Mädchen mal andere Schuhe aussucht, die nicht immer glitzern oder mädchenhaft sind. Also von der Farbe her fand ich die von Anfang an total schön. Ich muss auch sagen, Emma hat die jetzt 1,5 Jahre getragen. Unten drunter. Und sie ist wirklich viel damit gelaufen. Das Profil so ziemlich noch komplett vorhanden. Die Schuhe haben eine schöne Form. Emma hat schmale Füße. Die saßen wirklich perfekt. Das Schöne ist, sie kann die Schuhe selbst anziehen. Die hat die auch mal im Kindergarten mitgehabt, wenn die im Wald waren. Und wenn ihr mal hier drin seht, trotzdem, dass die Schuhe echt viel anhatte, sind die so gut wie gar nicht abgenutzt. Und sie hat echt alles damit gemacht. Die ist irgendwo geklettert, sie hat Steine durch die Gegend geschossen. Minimal sieht man das hier am rechten Fuß. Aber ansonsten, ich glaube, wenn ich die jetzt wirklich mal putzen würde, man könnte die ins Internet stellen als so quasi kaum getragen. Das sind Emmas Schuhe. Und das Tolle ist, wir sind also im Schuhgeschäft an die Kasse gegangen oder wollten an die Kasse gehen. Emma hat direkt gesagt, Mama, ich möchte die Schuhe aber anlassen. Ja, lass die Schuhe an. Die Verkäuferin meint auch, ist okay, die kann sie anlassen. Sind wir an die Kasse gegangen und dann vor dem Haus meiner Schwester steigt Emma aus meinem Auto aus, zeigt mir nochmal ihre Schuhe und meint, Mama, die sind wunderschön und die sind so schön an den Füßen. Und dann ist die noch durch die Gegend rumgesprungen und hat gesagt, guck mal, Mama, wie toll das ist. Und da dachte ich schon so, wow. Also, wenn das Kind so zufrieden mit den Schuhen ist, das mag was heißen. Und so fing das eigentlich bei uns mit Meindl an, weil dann brauchte ich Schuhe. Und dann dachte ich nur so, ja, gute Wanderschuhe. Welche Marken? Dann habe ich eben nach Marken geguckt. Und dann ist mir auch wieder Meindl ins Auge gefallen. Da dachte ich nur so, ne, Emma war so zufrieden. Und wenn die irgendwas stört, wenn da irgendwas zwickt oder so, dann sagt die das. Ja. Und daraufhin habe ich dann eben auch meine Wanderschuhe bestellt. Vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Inspiration von der Kaufentscheidung, auch für Kinder, vielleicht die in den Waldkindergarten gehen. Also die Meindl können wir sehr empfehlen. Wir haben fast 100 Euro bezahlt, ich glaube 95 Euro ungefähr. Aber ich muss sagen, diese Schuhe sind echt super und der Preis hat sich gelohnt. Wir werden auf jeden Fall im Frühjahr nächstes Jahr gucken. Wir haben jetzt noch andere Wanderschuhe, die haben wir geschenkt bekommen. Die werden wir jetzt für den Übergang nutzen, aber im Frühjahr werden wir definitiv nochmal neue Schuhe kaufen. Und ja, ich denke, es werden definitiv Meindl werden. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne unseren Kanal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne unten auf unseren PayPal-Link klicken. Und ansonsten, wir sind über Kommentare, Rückmeldungen etc. immer sehr dankbar. Bis zum nächsten Mal.